Hallo Leute, willkommen zum 11. Part Call of Duty 1. Nächstes Level. Laden Call of Duty. Okay, und wieder ein Kurzfilm. Wir haben neue Befehle direkt vom SOE, sowie zwei Neuzugänge von der 6. Division der Luftstreitkräfte, die uns unterstützen sollen. Sie wurden uns aufgrund ihrer Leistung am D-Day wärmstens empfohlen. Captain Price, Sergeant Evans, willkommen bei Trupp 3. Und jetzt zur Sache. Das hier sind die Standorte der wichtigsten Wasserkraftstaudämme im deutschen Ruhrgebiet. Sie werden hauptsächlich dazu genutzt, die umliegenden Städte und Fabriken mit Energie zu versorgen. Letztes Jahr hat ein kluger Kopf namens Dr. Barnes Wallace eine Bombe entwickelt, die speziell dazu geeignet ist, diese Art Dämme zu brechen. Mit Hilfe dieser Bomben gelang es der 617. Staffel, die Möhne- und Edertalsperren zu brechen und so dem Herzen der deutschen Industrie durch Überschwemmung größten Schaden zuzufügen. Leider ist es ihnen gelungen, den Schaden zu reparieren. Und das Bomberkommando hat uns beauftragt, diese Ziele erneut zu zerstören. Das hier ist die Edertalsperre. Hier springen wir nachts ab. Ein Damm. In der Landezone ist es ein Tagesmarsch durch unbewohntes Gebiet am Staubbecken. Das feindliche Flakfeuer um die Talsperre herum ist einfach zu stark. Unser Auftrag ist, so viele Flaks wie möglich ausfindig und unschädlich zu machen, damit die Bomber ihre Angriffe fliegen können. Im Gebäude am Fuß der Talsperre sind die Generatoren untergebracht. Power Station. Unsere Aufgabe ist es, dieses Gebäude zu zerstören, falls die Bomber den Damm nicht brechen. Wir platzieren die Sprengsätze, dann geht es per LKW in Richtung Flugfeld. Dort angekommen, besorgen wir uns ein geeignetes Flugzeug vom Feind. Sie wissen, was zu tun ist. Überprüfen Sie Ihre Magazine und studieren Sie sorgfältig die Karten und Fotos. Wir erhalten in den nächsten 2 Stunden das Signal und die Details zur Anbordnahme. Viel Glück. Los geht's. Captain Price und Sergeant Waters planen, einen deutschen Lastwagen zu stehlen. Interessant. Und ich habe eine Sniper. Und ich sehe bereits Menschen. Und ich bin bereits auch entdeckt worden. Wo bist du? Oh oh. Fick, fick. Tot? Damit hast du nicht gerechnet, was? Ich sag doch, der ist nicht tot. So, ich brauche jetzt schon ein bisschen Leben hier, dankeschön. So, weiter geht's. Was soll ich denn machen? Zerstören Sie die Panzerabwehrlagen oben auf dem Damm. Angebracht, 20 Sekunden. Schnell mal hier irgendwo verstecken. Alles klar. So kommen wir nicht mehr raus. Laufen wir hier weiter. Hier kommen doch bestimmt noch gleich irgendwo wieder Besucher her. Jetzt sind weit und breit keine zu sehen. Wo kommt denn das? Ich sollte erstmal gehen. ich glaube da hinten. Nee. Komische Sache. Na gut, dann latschen wir einfach durch hier. Hey, 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 komm hier runter. Schwimmen gehen. Wo sind denn die Gegner? Das ist ja irgendwie viel zu einfach. Ah. Ja, du gehst da nicht an die MG. Einer noch übrig, da haben wir ihn ja auch schon. Gut, das war zu einfach. Lassen wir es mit der Sniper und nehmen wir das Ding hier. Oh, Telefon. Mama? Ach da. Versteck mich hier mal hinter der Tonne. Ja, war auch richtig so. Eindringlinge in
Ja, du Penner, Mann. Geh weg. Ich brauch Leben. Leben. Fuck. Nein. Geht's da weiter? Ich glaube, ich habe Leben gesehen auf dem Tisch. Ja. Ah, und gleich wieder was verloren. Stirb. Warte, was ist das? Oben. Ach, Stielgranaten oder Stabgranaten, alles klar. Stielhandgranaten. Eieiei, nicht gut, nicht gut. Ja, tot. Ach, Leute. Leute von heute. Ich starte ja gleich schon wieder hier. Ach, das ist ja gut. Gibt er noch? Wo kam der jetzt? Das war fies. Ey. Das nehme ich den auch jetzt sehr übel. Mal ein bisschen Leben. Ich verpiesel mich mal hier. Einfach abhauen hier. Muni geht mir gleich aus. Ein Teufelskreis hier. Eindringlinge in Sektor 6. Das war auch wieder nicht so gesund. Was ist das denn? Fahrstuhl holen? Oh, wieso nicht? Oh, jetzt habe ich ihn geholt, jetzt fahre ich auch nicht mit. Doch, ich fahr doch mit. Keine Tonne diesmal. Ah! Du Penner! Jetzt hab ich Leben, du nicht! Jetzt wird hier abgerechnet. Ich hab gleich wieder keine Muni mehr. Perfekt! Ich marschiere einfach nur durch. Irgendwo. Okay. Ein langer Korridor. Gefällt mir nicht, riecht nach Hinterhalt. Ja, riecht nach Hinterhalt. Hab ich dich. Aber Lampen hier eigentlich kaputt machen? Unrealistisch. Du willst schon wieder schlagen hier, ne? Spiel gespeichert. Oh, sieht das schön aus. Oh, ist das alles ein Traum, ja. Zwerge. Oh, Leben. Sprengsätze am Ende. Ich laufe erstmal weg. Ich habe Angst, ich will zu meiner Mama. Wie zu meiner Mama. Brauchst dich da gar nicht hinzulegen. Ich finde dich so oder so.
Brauchst du auch nicht wegschleppen. Weglaufen. Ist er tot? Ist er nicht tot? Jetzt aber. Immer noch nicht. Doch! Jetzt aber. So. Auch kaputt. Kann man hier rein? Ich glaube nicht, ne? Was muss ich machen? Jetzt muss ich entkommen. Achso, ne, bringen Sie an den Garnatatoren Sprengsätze an. Oh, habe ich gar nicht gemacht, ne? Na egal. Mache ich das jetzt auf dem Rückweg. Dann stört mich da wenigstens keiner mehr. Oh, der Himmel ist so schön. Oh. So rötlich und so romantisch. Oh. Oh, ist das toll. Weil muss er wieder so kommen, gleich wieder neue Gegner hier. Ja, ich bin schneller als du hier. Ja, ihr dachtet, ich komme hinten rum, aber das war alles ein Trick. So. Oh, viel Sprengstoff hier. Ach so, und jetzt wieder zurück? Nee. Nee, zurück hier lang. Zurück. Ich geh zurück. Und ich laufe einfach nur lang und bin gleich wieder tot. Und ich geh zurück. Und ich sollte meine Klappe halten. Zurück. Ich gehe zurück und ich muss entkommen. Und da oben kämpfen sie und das ist gar nicht schön. Zurück. Oh, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Der auch noch leben? Nein. Haben wir hier noch jemanden vergessen? Nö, der hat auch leben für mich. Sehr nett. Ach, die Deutschen sind eigentlich ja ganz nette, ne? Ich bin fast am Sterben und die packen mir dann hier überall mal im Level. Mir die Packs hin und so. Ich find's ja sehr, sehr nett. Ne? Hier schon wieder immer gleich dabei, damit ich mir das gleich aufnehmen kann. Oh, ist das schön. Ich bin ja auch irgendwie hier One-Man-Army, ne? Ich laufe hier einfach alleine durch das ganze Level, durch den ganzen Damm hier, wo es nur so wimmelt. Also dafür müsste ich ja wirklich mal Beförderung kriegen, oder? Oder seht ihr das irgendwie anders? Oha. Ah, wie gut, dass die alle wieder gleich Leben dabei haben. Vier Mann haben sie da gestanden. Ganz schön schnell, der Fahrstuhl. Was ist das denn? Oh, ich dachte, wir haben den Sprengstoff oder so hingepackt. Ich will hier hoch und ich hol mir lieber noch Leben. Und jetzt geht die Reise los. Verdammt. Ach man, kannst du die fahren? Und durch. Ja, soviel zum Thema Part 11. Bis dann, see ya.